Mein Name ist Kaya. Kaya bedeutet große Schwester oder ältere Schwester. Kaya Lakota. Ich habe damals so in Kinderjahren, weil ich 2 Jahre älter bin, so einigermaßen mitbekommen, dass meine Schwester weggegeben worden ist, weil sie krank gewesen ist. Habe aber nie so richtig verstehen können, wieso, weshalb, warum, weil ich halt noch mega jung war und meine Eltern oder unsere Eltern halt nicht krass viel darüber gesprochen haben. Bei mir ist es dann so, irgendwann kommt der Tag, wo quasi meine Familie, meine Eltern und ich quasi in dem Haus, in dem wir gelebt haben, überfallen worden sind. Ich konnte aber nach draußen flüchten, konnte mich verstecken. Und nachdem ich dann abgewartet habe und diese ganze Situation vorbei gewesen ist, bin ich zurück ins Haus gegangen. Meine Eltern waren nicht mehr da. Das ganze Haus war voller Blut, weshalb ich davon ausgehe, dass meine Eltern verstorben sind. Und mache mich zu dem Zeitpunkt auf die Suche nach meiner einzigen Verwandten, von der ich weiß, nämlich nach meiner kleinen Schwester. Wo ist der Klamottenladen? Oh, muss da hin. Das heißt, jeder läuft erstmal nackt rum, oder was? Okay. Madam, schönen guten Abend. Geht's Ihnen gut, Madam? Ja, vielen Dank der Nachfrage. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich bin auf dem Weg zum Kleidungsladen. Ich kann Sie dorthin reiten, wenn Sie wollen. Steigen Sie gerne auf. Steige ich auf. Madam, was machen Sie mit mir? Oh mein Gott! Wir können auch zu Fuß weiter, ist kein Problem. Das ist hier vorne um die Ecke. Wie ist denn Ihr Name, wenn ich fragen darf? Mein Name ist Jim. Jim. Und wie ist Ihre? Ich bin Kaya. Oh, howdy, Madam. Madam, passen Sie auf, hier wird geschossen. Ist die Luft rein? Die Luft ist rein. Wir sollten uns nur verziehen hier. Ja, schnell weg hier. Scheiße, mit dem Bein. Ja, alles gut, Madam und Sir. Wo wollen Sie hin? Braucht was zu essen und was essen zu trinken. Und trinken. Gut, holen Sie und dann raus aus Wellentaten. Verstanden, okay. Sir. Eigentlich bin ich auf der Suche nach meiner kleinen Schwester. Nach Ihrer Schwester, okay. Wie ist sie denn abhanden gekommen, Madam? In jungen Jahren ist meine Schwester schwer erkrankt und meine Eltern haben es für besser befunden, sie an eine Arztfamilie abzugeben. Jim, würdest du mir dabei helfen, ein Pferd zu fangen? Sehr gerne, Madam. Dafür benötigen wir Erlassung. Ich müsste in der Stadt mal schauen, wo wir dieses herbekommen. Ja. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Warum seht ihr denn noch immer in dieser Stadt? Schauen Sie hier mal in dem Regal nach. Ansonsten, was kostet... Madam! Ich bin ausgerutscht, Jim, es tut mir leid! Kaya, lass das sein! Es tut mir leid, Jim. Ich bin weggerutscht und hab mich an deinem Hals festgehalten. Ist schon okay, Kaya. Ist schon okay. Deine Kehle sah so einladend aus. Okay, also ich habe ein Lasso und ein Messer. Brauche ich noch was? Eine Laterne wäre nicht schlecht, Madam. Kaya! Oh Mann! Auf geht's, auf Pferdejagd. Madam, geht's Ihnen gut? Da war ein Stein. Hast du das gesehen, Jim? Du Heiliger. Nein! Nein! Steigen Sie mal auf, Madam. Oh, Jim! Bravo, Madam, steigen Sie auf! Langsam, ja. Ja, immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Jetzt draufsteigen. Alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich hoffe, Sie haben sich nichts getan. Ich habe mich gut abgerollt. Ruhig. Nein, bleib hier! Sind Sie noch mal bereit oder haben Sie keine Lust mehr? Ich bin immer noch bereit. Ich bin noch nie bereiter gewesen als jetzt gerade. Ich steig ab und dann versuche ich ranzukommen. Oh, let's go! Madam. Oh, oh! 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 Oh, Jim! Jim! Ruhig, Brauner. Ruhig, Brauner. Sie schaffen das. Ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Beruhigen Sie es nochmal. Ja, ein Feini. Herzlichen Glückwunsch. Ein Feini. Jim, darf ich vorstellen? Das ist Horst. Horst? Ja. Okay. Willkommen in der Familie, Horst. Ich hab doch gesagt, ich bin Naturtalent. Dienste. Ich würde sagen, jetzt müssen wir nach Blackwater ein bisschen Geld für Sie holen von Ihrer Bank. Ja. Und dann reiten wir nach Rhodes. Würde ich auch sagen.
Ich warte, Madam. Ich habe gerade geguckt, ich dachte so, welches ist mein Pferd? Howdy der Sir, alles howdy. Cool. Howdy, howdy. Er zieht direkt sein Messer, der elendige Hund. Ehrlich, habe ich gar nicht gesehen. Du bist so aufmerksam, Jim. Mal kurz davor, meinen Revolver zu ziehen und einfach ihm die Birne wegzublasen. So weit haben wir... Gentlemen, howdy. Seien Sie gegrüßt. Howdy. Jetzt habe ich einen richtigen Horst, einen offiziellen Horst. Jetzt haben Sie einen Horst. Der Horst braucht definitiv eine Satteldecke, einen Sattel... Können wir die auch hier besorgen? Die können Sie sich hier besorgen. Kommen Sie mal mit. Was passt denn zum Horst? Sowas? Da sieht er richtig aus wie so ein Westernhorst. Oder sowas. Das finde ich auch cool. Der sieht ein bisschen aus wie ein wilder Horst. Sind wir so einfach... Hey, was mache ich hier? Horst, zieh die Maske aus, Horst. Horst! Beruhig dich! Horst, beruhig dich! Wo ist denn der Aal jetzt? Wo ist denn der Eierkopf jetzt? Wo ist denn der Horst jetzt hingerannt? Husten Sie mal ganz laut, Madam. Horst! Es ist ein Hengst. Ah, okay. Ha, ich habe schon Leute gesehen. Die haben eine Stute gefangen und ihnen einen männlichen Namen gegeben. Vielleicht kannst du mir noch irgendwas zeigen? Vielleicht, wo man jagen geht oder wie man jagen geht? Messer, Lasso dabei? Ja. Oh yeah, Baby! Ich hoffe, Sie ekeln sich nicht vor Blut. Nein. So. Ach du Scheiße, hier. Die Frau ist skrupellos. Zack. Auf. Upp, upp. Hier abgeschnitten. Haben wir es doch. Ja, wunderbar. Da ist das Vieh nackt. Legen Sie das Fell auf Ihr Pferd. Komm her, Horst. Deine erste Aufgabe. Krank. Oh! Aua! Emma, du kannst doch nicht einfach vor den Horst ziehen. Horst? 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 Scheiße, ist Horst kaputt, der war können noch mit dem Schwanz. Horst? Horst, mein Junge. Abraxa, geh doch mal da runter. Madam, geht's Ihnen gut? Jim, lachst du mich gerade aus? Madam, alles gut. Hör mal, der Horst liegt hier verwundet auf dem Boden. Dein Pferd tritt mich und du lachst über mich. Ich glaube, ich spinne ja wohl. Drehen Sie sich um. Ich erleg ihn. Und wird vom Doktor repariert. Horst! Alles gut, Madam. Er kommt zum Doktor. Ich kümmere mich darum, dass er abgeholt wird. Ich würde bevorzugen, wir suchen uns hier ein nettes Plätzchen und ich werde mich schlafen legen. So, Abraxa, du kannst ein bisschen auf die Weide gehen, mein Freund. Abfahrt, Horst. Horst, mach dich ab. Horst? Mach dich ab. Horst will nicht. Horst will bei dir bleiben. Horst? Horst, du sollst gehen. Du hast Freizeit, mein Junge. Flieh, Horst, flieh. Oh, Kaya! Was zur Hölle? Das war für Horst. Okay, akzeptiert, Madam. Es wurde aber auch Zeit. Können wir auch hier oben schlafen? Oh, ja. Ich schau mir die Sterne an. Ach du Scheiße, hier schlafe ich auf keinen Fall, Madam. Oh. Ja. Dann werde ich erhängt in der Nacht. Oder doch hinterm Jail. Ist okay.